Hi, ich bin JP von Tested und das ist unser Test zu Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse. Warum Dual Zone? Deswegen. Heißluftfritteusen sind total im Trend. Mit ihnen lassen sich viele deine Lieblingsgerichte kalorienarm und ganz einfach zubereiten, weil fast gar kein Fett benötigt wird. Sogar Backen ist kein Problem. Der Markt ist deshalb überfüllt mit Produkten. Jeder kleine und große Hersteller hat gleich mehrere Modelle am Start. Wir haben uns deshalb nach besonderen Heißluftfritteusen umgeschaut und die Ninja Foodi Max Dual Zone entdeckt. Die haben wir dann prompt bestellt und über mehrere Wochen hier im Büro, in unserer Testküche und zu Hause getestet. Und bis auf einen richtig nervigen Punkt hat uns die Foodi Max Dual Zone begeistert. Doch dazu später mehr. Erstmal zum Hersteller. Ninja ist vielen von euch vielleicht kein Begriff. Doch der US-amerikanische Hersteller ist stark im Kommen und hat viele Küchengeräte in seinem Sortiment. Sein Motto? Einfach gut essen. Die Zubereitung dieses Essens soll mit den Maschinen von Ninja besonders gut gelingen. Die überwiegend guten Bewertungen auf Amazon und anderen Portalen sprechen erstmal dafür. Schauen wir uns also die Foodi Max Dual Zone mal an. Beim Auspacken und Benutzen fällt zuallererst mal auf, dass sie ein richtig dickes Teil ist. Zum Glück ist sie mit knapp 9 Kilo aber nicht so schwer, wie sie aussieht. Ihr solltet aber trotzdem unbedingt Platz in der Küche haben oder sie nur fürs Frittieren rausholen und sonst verstauen. Außerdem verbraucht sie bis zu 2350 Watt. Also aufpassen, wenn ihr sie an einen Stromkreis mit anderen Geräten hängt. Wir haben in unserem Vergleichstest mit anderen Heißluftfritteusen hier mal die Sicherung rausgehauen. Beim Testen gefiel uns vor allem die haptische Bedienung mit richtigen Knöpfen und dem mittigen Drehschalter. Die verarbeitete Ninja ist ebenfalls gut. Nichts wackelt, alles ist fest und die Garkörbe lassen sich bündig reinschieben. Die verstellbaren Einsätze sind beschichtet und lassen sich wie die Garkörbe ganz einfach in der Spülmaschine reinigen. Und das bringt uns zu der größten Besonderheit der Foodi Max Dual Zone, die zwei Garkörbe. Zusammen fassen sie 10 Liter Frittiergut. Im Test reicht das locker für mehrere Portionen Pommes, Veggie Nuggets, Brokkoli, allerlei Gemüse und gleich mehrere Muffins. Und hier merkt ihr schon den großen Vorteil der Ninja. Mit zwei separaten Garkörben lassen sich unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereiten. In einem Korb wird der Hauptgang frittiert und im anderen Korb backt ihr währenddessen den Nachtisch. Oder ihr kombiniert die Beilagen mit ähnlichen Garzeiten in einem Korb und den Hauptgang in dem anderen. Erfreulicherweise hat Ninja hier mitgedacht und bei der Bedienung zwei wichtige Funktionen per einfachem Tastendruck ermöglicht. Da wäre zum einen die Match-Funktion. Beim Einschalten wählt ihr nämlich erstmal immer nur eine Garzone aus, stellt Temperatur und Zeit ein oder wählt ein vordefiniertes Programm mit dem Drehregel. Mit einem einfachen Tastendruck auf die Match-Taste werden die Einstellungen auf die andere Garzone übertragen. Selbst dann könnt ihr aber noch individuelle Einstellungen vornehmen, wenn euer Partner zum Beispiel seine Pommes etwas knuspriger mag. Mit der Sync-Taste hingegen werden die Garzeiten so aufeinander abgestimmt, dass beide Garzonen gleichzeitig fertig werden und alles schön heiß aus der Fritteuse kommt. Die schiere Menge an Zubereitungsmöglichkeiten, die zwei Garzonen ergeben, machen Ninja alleine schon zu einem tollen Gerät. Im Test haben wir alle möglichen Speisen mit ihr zubereitet. Vom Klassiker Pommes über jede Menge frisches und tiefgefrorenes Gemüse bis hin zum Lachsfilet oder Hähnchen. Zum Nachtisch gab es selbstgebackene Cookies, Muffins und Kuchen. Selbst zum Aufwärmen und quasi als Mikrowellenersatz taugt die Heißluftfritteuse. So macht dann auch der Produkttest Spaß. Die Zubereitung gelang dabei fast immer perfekt. Das liegt vor allem an der extrem guten Bedienungsanleitung. Ninja legt gleich ein ganzes Heftchen mit genauen Angaben zu den Frittierzeiten und den Einstellungen bei. Dabei werden alle möglichen Speisen mit exakten Mengenangaben aufgelistet und sogar fertige Rezepte finden sich in der Anleitung. Das Ganze wird durch eine sehr gute Website mit vielen weiteren Rezeptideen ergänzt. Auf dieser veröffentlichen sogar andere Ninja-Nutzer frische Ideen und bewährte Klassiker. Anders als beim bekannten Airfryer von Philips gibt es aber keine App, wo zum Beispiel täglich neue Rezeptvorschläge den Weg auf dein Smartphone finden. Aber auch ohne App konnten sogar wir als Null-Sterne-Küche mit der Ninja sehr lecker essen. Den Airfryer von Philips in der XL-Version haben wir übrigens auch hier zum Test. Also abonniert den Kanal, wenn ihr das Video dazu nicht verpassen wollt. Außerdem gibt es noch ein direktes Duell der beiden Geräte in einem Extra-Video. Doch zurück zu Ninja, denn diese ist auch nicht fehlerfrei. Die Größe klammern wir an dieser Stelle aber mal aus. Dafür gibt es ja auch fast 10 Liter Garvolumen. Im Test stört uns vor allem zwei Dinge. Erstens das sehr kurze Kabel. Nicht jeder hat in seiner Küche alles voller Steckdosen. Wenn die Ninja direkt vor einer Steckdose steht, ist das kein Problem. Doch im Test war ein Verlängerungskabel unser bester Freund. Zweitens fehlt uns ein Signalton für das Durchschütteln des Frittierguts. Fast jedes Gericht muss in einer Heißluftfritteuse für eine gleichmäßige Garung zwischendurch etwas bewegt werden. Also haben wir nach Gefühl die Garkörbe rausgeholt und geschwenkt. Das klappt bei voller Aufmerksamkeit und in unserer Testumgebung. Im stressigen Alltag vergisst man das Schütteln aber mal schnell. Wie bei anderen Heißluftfritteusen auch, können sich unter den Einsätzen kleine Pommes oder andere Reste fangen, die dann mühsam herausgeholt werden müssen. Bei heißen Einsätzen ist das gar nicht so einfach.
Doch das sind beides nur Kleinigkeiten, denn unterm Strich waren wir mit der Ninja Foodie Max Dual Zone sehr zufrieden. Die zwei Garkörbe sind ein Gamechanger und machten richtig Lust auf Frittieren und das Ausprobieren neuer Rezepte. Den Preis empfanden wir mit um die 200 Euro für so viel Leistung und Garvolumen noch angemessen. Die Bedienung ist klasse und die tolle Bedienungsanleitung unterstützt einen hervorragend. In unserem Vergleichstest haben wir die Tabelle mit den optimalen Temperatureinstellungen und Garzeiten sogar für andere Heißluftfritteusen zu Rate gezogen. Dieses Testvideo findest du übrigens hier. Als Fazit zu unserem Test Ninja Foodie Max Dual Zone können wir nur eins sagen. Wir haben Ninjas Heißluftfritteuse behalten und frittieren jetzt regelmäßig im Büro. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsessen aus der Heißluftfritteuse ist. Meine unpopuläre Meinung nach mehreren Wochen Heißluftfritteusen ist auf jeden Fall Brokkoli. Doch damit bin ich hier, glaube ich, alleine. Den Link zu Ninja und unseren kompletten Testbericht gibt es unten in der Videobeschreibung. Weitere Testvideos zu Heißluftfritteusen und anderen coolen Produkten findet ihr irgendwo hier. Und ich bin JP von Tested und bis zum nächsten Mal. Ciao.